Vielen Dank, vielen Dank. Danke sehr. Ich weiß das zu schätzen und ich freue mich darauf, dass ich jetzt den nächsten Comedian ansagen kann. Es ist einer meiner besten Freunde. Er wird euch, wenn nicht sogar noch viel besser gefallen, wollen wir mal gucken. Es ist wirklich ein ganz grandioser Künstler. Ich schätze ihn sehr. Rastet einmal bitte komplett aus für Marvin Hoffmann! Hallo! Dankeschön. Yes, geil. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch in Hamburg. Der Weg war nicht weit. Ich bin nach Hamburg gezogen. Wie findet ihr das? Yes! Dankeschön. Ich habe vorher in Köln gewohnt und jetzt wohne ich hier. Und als ich in Köln gewohnt habe, hatte ich Hunde. Und wir sind jetzt bei meiner Ex-Freundin. Jetzt habe ich keine Hunde mehr. Und das ist komisch, weil jetzt fallen mir plötzlich Dinge auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, Hunde sind keine Menschen. Weil wenn man mit denen so zusammenlebt, dann vermenschlicht man die voll. Weil die sind die ganze Zeit so da. Und jetzt fallen mir so rückblickend viele Dinge ein, wo ich so denke, okay, also ein Mensch wird das jetzt nicht machen. Zum Beispiel, ich war einmal mit dem Hund unterwegs und er hat dieses Geräusch gemacht, das Hunde machen, wenn die kotzen müssen. Ja, dieses und dann bin ich ganz schnell mit ihm zum Wegrand und er hat sofort angefangen, da in so ein Gebüsch reinzukotzen. Und während er kotzt, rennt plötzlich ein Eichhörnchen aus einem Gebüsch ein paar Meter weiter raus und bleibt in der Mitte der Straße stehen und guckt so zu uns. Und mein Hund sieht das Eichhörnchen und auf einmal kotzt der nur noch so nebenbei. Das habe ich einen Menschen noch nie machen sehen. Also ich gehe nur von mir aus, aber wenn ich kotzen muss, bin ich nur am Kotzen. Da habe ich keinen anderen Gedanken als, bitte nicht mehr kotzen, bitte nicht. Aber der Hund war irgendwie schon so 3 Schritte weiter. Der war so, okay, wenn ich hier fertig bin mit Kotzen, dann reiße ich mich los und dann werde ich dieses Eichhörnchen sowas von zerfetzen. Und ich kannte diesen Blick bei ihm, also habe ich mich schon so taktisch klug zwischen ihm und dem Eichhörnchen positioniert, was für die Leute, die an uns vorbeikamen, ausgesehen haben muss, als würde ich ihm irgendwie so Privatsphäre geben. Als wäre ich irgendwie so, bitte schauen Sie nicht, es ist ihm sehr peinlich, bisschen Respekt. Bei Hunden muss man eh aufpassen, was sie so vom Boden essen. Vielleicht wisst ihr das. Viele Dinge, die wir ganz normal verdauen können, sind für Hunde sehr giftig. Davon sterben die. Zum Beispiel von Schokolade, das ist so das Bekannteste. Aber ich wollte mal ein guter Hundebesitzer sein. Und ich habe mir so eine Liste rausgesucht von allen Dingen, die Hunde auf gar keinen Fall essen dürfen. Und die war viel länger, als ich dachte. Also da standen auch so Dinge drauf, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie irgendwie schlecht für die sind. Zum Beispiel Zwiebeln oder Trauben oder Avocados. Und das fand ich sehr interessant, dass sie so viele Dinge nicht essen dürfen. Weil was Hunde ja den ganzen Tag essen können, ohne Probleme, ist Scheiße. Das macht ihnen gar nichts. Ich war schon so oft mit dem Hund unterwegs und ich sehe, wie die so irgendwas vom Boden aufnimmt. Und ich bin so, oh mein Gott, ist das Aas, ist nur Scheiße, zum Glück. Ich dachte, es wäre eine Traube, das war knapp. Hunde sind auch so ein bisschen das Gegenteil von Menschen, was das angeht. Weil ich habe nicht nur Neffen und wenn ich sehe, wie die im Sandkasten irgendwas in den Mund nehmen, dann denke ich immer so, okay, alles kommt wieder raus. Ich hoffe jetzt einfach, das war keine Scheiße. Weil das fände ich zu widerlich. Also wenn mein Kind im Sandkasten so ein Stück Scheiße isst, dann steht das für immer zwischen uns. Ist auch egal, was aus dem Kind wird, auch wenn es mega schlau wird und irgendwie Arzt und so zu mir kommt und sagt, guck mal Papa, ich habe promoviert. Dann wäre ich so, ja, aber ich weiß, was du getan hast. Werde erstmal Kanzler oder so. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich versuche, an Dingen zu arbeiten, die mich an mir stören. Viele Dinge sind mir aufgefallen, die ich irgendwie abstellen will. Das, glaube ich, das Krasseste ist, dass ich Leute nicht mehr so viel verurteilen will. Ich mache das sehr oft, Leute sehr schnell verurteilen, weil das einfach ist und Spaß macht. Vielleicht kennt ihr das. Zum Beispiel, ist euch das mal passiert? Habt ihr mal in der Öffentlichkeit 2 fremde Leute belauscht, während die über eine dritte Person reden, die ihr auch nicht kennt? Und dann habt ihr auf einmal eine Meinung zu der dritten Person? Ich kenne keinen von denen. Am wenigsten die Person, die gar nicht da ist. Und trotzdem denke ich mir so, ah, ich weiß genau, wie ich dich finde. Diese merkwürdige Sache. Ich habe letztens so an der Bahn gewartet und neben mir war so ein Pärchen und die haben sich so unterhalten über ihre Freunde. Und sie meinte so, hast du schon gehört? Luisa ist jetzt mit Max zusammen. Und er meinte so, echt? Und sie meinte, ja.
Ich habe aber was erfahren. Und das darf niemand außer dir wissen, was, wie ihr gerade merkt, sehr gut funktioniert hat. Weil dann meinte sie, ich habe nämlich gehört, Luisa ist so zu ihm und meinte so, hey Max, ich finde dich echt toll, möchtest du mit mir zusammen sein? Und er hat wohl einfach nur gesagt, ja, kann man machen. Und dann haben die so gelacht. Und dann meinte er so, das ist einfach unser Max. Ne? Und sie meinte, das ist wirklich einfach unser Max. Und ich stand so daneben und dachte, ich hasse Max. Was für ein dummer Wichser, Alter. Und dann habe ich so richtig Hass in mir über diese Person, die ich noch nie gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Fremden gehasst habt, aber das ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Das ist richtig geil. Und dachte ich, oh, das ist gut. Ich würde gerne noch mehr hassen. Wen kann ich noch hassen? Und dann dachte ich, diese Luisa gefällt mir auch nicht. Weil die ist zu ihm und war so richtig so verwundbar und hat sich emotional entblößt. Und er antwortet mit, ja, kann man machen. Und jetzt ist sie trotzdem mit ihm zusammen. Wie wenig Respekt vor sich selbst hat die Frau. Und diese beiden Wichser, die über die geredet haben, fand ich auch noch scheiße, weil die haben das auch so abgekultet. Die waren noch so, hahaha, er ist halt unser Max, er ist halt ein dummes Stück Scheiße. Ich bin die Bahn rein, ich habe 2 Leuten beim Reden zugehört, ich habe 4 Leute gehasst. Das ist keine gute Quote für einen Dienstagmorgen um 10 auf dem Weg zur Therapie. Dankeschön. Ich hab vor ein paar Monaten mal kurz so eine Therapie gemacht, weil nicht wegen Wutproblemen, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Aber ich hatte so Burnout-Symptome nach unserer Arena-Show, weil ich mich da sehr tot gearbeitet habe. Und ich weiß nicht, ob die Leute sind, die versuchen, einen Therapieplatz zu finden, aber ihr werdet wissen, es gibt keine. Und dann, es war sehr akut und dann bin ich zu so einer privaten Therapeutin gegangen, hab der sehr viel Geld gegeben, mit dem ich therapiert. Und das hat auch geholfen, aber rückblickend weiß ich nicht, ob die das Geld richtig angelegt hat. Weil die hat an komischen Ecken gespart. Zum Beispiel, die hat während dieser Sitzung immer so instrumentale Entspannungsmusik im Hintergrund laufen lassen. Aber die hatte kein Spotify Premium. Also alle halbe Stunde kam einfach so Werbung in der Therapie. Und ich fand das witzig, wenn das passiert ist, so, aber ich bin von Beruf Comedian und ich war auch nicht da wegen einem Trauma. Und manche Leute schon. Und ich stelle mir das sehr unpassend vor, wenn da jemand sitzt und sowas erzählt wie, ganz ehrlich, Frau Doktor, ich habe einfach gar kein Glück mehr in meinem Leben, seit meine Frau in dem Haus brannt. Bei Bumble findest auch du die Liebe. Du dann auch Bock hast. Ich habe sie auch gefragt, so, wollen Sie nicht mal ein Premium kaufen? Und sie meinte, das ist mir zu happig. Ich hatte sich ihre Louis Vuitton-Schal so zurückgeworfen. Eine Sache, die ich tatsächlich, bin ich auch stolz drauf. Ich habe eine Sache vor längerem schon abgestellt und an mir verändert. Ich schaue keine Pornos mehr, wenn ich mich selbst befriedige, weil ich gelesen habe, komische Klatscher, Leute, die dasselbe Problem hatten, weil ich einen Artikel gelesen habe, dass das schlecht ist für die Psyche und das Verhältnis so zur eigenen Sexualität. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und so dachte, oh oh, weil ich mache das immer so. Also ich habe es gar nicht anders gelernt. Und dann musste ich erstmal googeln, was die Alternative ist. Was sehr peinlich ist, weil da stand halt einfach so, denken Sie sich was aus, ne? Haben Sie irgendeine Fantasie? Und dann dachte ich, okay, ich mach das. Und dann habe ich es ausprobiert. Und dann ist mir mittendrin klar geworden, dass ich mir einfach gerade vorstelle, wie ich Pornos gucke. Und dann dachte ich, das kann nicht Sinn der Sache sein. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer irgendwie. Und dann hatte ich eine Zeit lang ernsthaft Angst, dass das irgendwann so tief in mir drin ist, dass ich auch an Pornos denke, wenn ich mit einer Frau schlafe. Und dann bin ich so fertig und dann versuche ich so reflexartig ihren Kopf wegzuklappen wie ein Laptop. Ich bin tatsächlich doch einmal mit dem Thema Pornos über Umwege in Kontakt geraten. Vor ein paar Monaten. Da war ich in Berlin für eine Show. Ich war in so einem Hotel untergebracht und ich wusste nicht, was das für ein Hotel ist. Ich habe mir das nicht vorher angeschaut. Und ich kam so ins Zimmer. Und auf diesem Infoblatt vom Hotel stand so, willkommen, wir sind ein christliches Hotel. Das heißt, wir betreiben dieses Hotel nach christlichen Werten. Zum Beispiel, in unserem WLAN können Sie keine erotischen Inhalte abrufen. Und ich dachte, das klingt wie eine Herausforderung. Also offensichtlich ist das ja so eine Challenge. Und dann habe ich es mal getestet und tatsächlich, alle Seiten, die ich kannte, waren gesperrt. Was irgendwie auch merkwürdig ist, weil das heißt, ein Mitarbeiter vom Hotel muss jede Seite einzeln gesperrt haben. Also irgend so ein Christ saß so in diesem Hotel und war so, okay, ich gehe rein. Fangen wir an mit A.
Und dann ist mir so klar geworden, dass die das ja offensichtlich gemacht haben, um dafür zu sorgen, dass sich Leute in diesem Hotel nicht selbst befriedigen. Das fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut, dass die mich dazu irgendwas zwingen wollen. Und dann ist mir aber so aufgefallen, Moment mal, ich gucke ja gar keine Pornos mehr. Ich brauche das ja gar nicht. Ich bin ja quasi in so einer Art Machtposition dem Hotel gegenüber. Und ich weiß nicht, wie ihr zu Macht steht, aber mich macht Macht geil. Dann habe ich mich einen runtergeholt. Weil ich so dachte, was wollen die machen? Und in meinem Herz war keine Scham. Da war nur Stolz, weil das Ganze kam mir vor wie so eine politische Protestaktion ein bisschen. Als würde ich mich so mit meinem Pimmel gegen Zensur einsetzen. Also falls ihr noch einen neuen Fetisch sucht, systemkritisch wichsen, kann ich sehr empfehlen. Das ist extrem geil. Eine andere Sache habe ich auch abgestellt. Ich habe früher sehr, sehr viel gekifft. Das habe ich runtergefahren. In erster Linie, weil mir aufgefallen ist, dass ich sehr dumm werde, wenn ich kiffe. Und nur dumm sein finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich mache dann was Dummes und sofort danach ist so eine schlaue Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass das gerade dumm war. Und dann bin ich in so einer Kaskade von Dummheit und Selbsterkenntnis gefangen, die überhaupt gar keinen Bock macht. Ich war mal bei so einem chinesischen Buffet bekifft und ich habe mir so Unmengen an gebratenem Reis auf so einen Teller geschaufelt. Und dann ist mir so ein Klumpen Reis vom Teller gerutscht und genau auf meinem Schuh gelandet. Und ohne einen einzigen Gedanken zu verschwenden, habe ich mich in einer fließenden Bewegung so runtergebeugt und diesen Klumpen in meinen Mund gesteckt und runtergeschluckt. Und noch bevor der in meinem Magen war, war da schon diese Stimme und meinte so, das war gerade keine gute Idee. Aus mehreren Gründen. Erstens ist das mega widerlich, von seinem Schuh zu essen. Und zweitens, du bist an einem öffentlichen Ort. Leute können dich sehen. Und dann habe ich mich so extrem verdächtig umgeguckt. Und in einer Ecke stand eine Frau. Und ich habe an ihrem Gesichtsausdruck erkannt, dass sie alles gesehen hat. Und dann wurde mir klar, dass ich jetzt schon ungewöhnlich lange hier so hänge. Und dass ich eigentlich auch mal hochkommen muss. Und dann bin ich so ganz langsam hochgegangen. Und ich habe die ganze Zeit Blickkontakt gehalten. Und dann wusste ich nicht, wie ich die Situation jetzt auflösen soll. Also habe ich ihr einfach so zugenickt. Das ist jetzt unser Geheimnis. Und dann habe ich mich umgedreht und weiter Reis geschaufelt. Dankeschön, Leute, das war's von mir. Ihr seid fantastisch. Ihr seid wahnsinnig toll. Danke. Vielen Dank.